Hallo, liebe Tabak- und Pfeifen-Community hier auf meinem Kanal beim Country Maniac. Ja, auch ich möchte mich noch einmal jetzt kurz vor dem Jahreswechsel bei euch melden mit einem kleinen Jahresrückblick, was mich in der Tabak-Community betrifft. Und ich möchte euch auch bei dieser Gelegenheit gleich noch zwei neue Pfeifen vorstellen, die mich jetzt ins neue Jahr begleiten werden. Und ja, viele von euch haben ja jetzt auch ihre Jahresrückblicke hochgeladen, haben darin ihre Tabak-Neuentdeckungen, ihre Favoriten vorgestellt oder haben auch ihre Lieblingspfeifen und eben auch ihre Pfeifen-Neuzugänge präsentiert. Ich kann da jetzt noch gar nicht so viel präsentieren, da ich noch relativ kurz erst in der Pfeifen-Community eigentlich bin. Ich kann nur so viel erzählen. Als ich im Mai diesen Jahres 2021 eben jetzt mein erstes Video in der Pfeifen-Community hochgeladen habe und ja, ich eigentlich auch kurz zuvor erst zur Pfeife gefunden habe, da war ich der Meinung, ich müsse oder ich wolle in Richtung der Aromaten gehen. Ich hatte da spezielle Vorstellungen, was Aromatentabake betrifft. Natürlich habe ich, wie viele andere von euch auch, vorher Rezensionen, Reviews von Tabaken gesehen auf YouTube aus der Pfeifen-Community und habe mich ja, daran, habe mir den Appetit auf Pfeifentabak da herausgezogen. Und als ich dann mir meine erste Pfeife kaufte und den ersten Tabak, war das natürlich ein Hocharomat und ich musste sehr schnell feststellen, dass ich von diesen sogenannten Aromatentabake ein bisschen eine falsche Vorstellung hatte. Und ja, erstens ging ich vielleicht auch mit der Vorstellung an die Tabake ran, dass sie so schmecken, so wie sie vom Hersteller angepriesen werden. Und ja, ein Tabak, der mit Kirscharoma versetzt ist, der schmeckt eben nicht nach Kirschsaft. Und ich musste dann mittlerweile bis jetzt auch feststellen, dass viele Aromaten nicht das versprechen, was sie halten. Und ich möchte nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber ich schwenkte dann doch relativ schnell um und dachte mir, bevor du dir jetzt weiterhin sehr viele schlechte Aromaten in die Pfeife stopfst, probier's doch gleich mal mit naturnahen Tabaken. Das habe ich dann zwischendrin immer mal wieder getan. Nicht falsch verstehen, es gibt natürlich Aromaten, die mir auch schmecken. Und mittlerweile habe ich gelernt, wie ich mit einer Tabakbeschreibung umzugehen habe, wenn ich höre, dass ein Tabak ein bestimmtes Casing besitzt oder ein bestimmtes Flavor hat, dass es eben nicht mit ja, einem Saft oder einem Eis oder mit irgendetwas Vergleichbares ist. Ich habe gelernt, diese Tabake zu erschmecken und auch schätzen zu lernen. Ich mag viele Aromaten. Aber ich habe jetzt auch in dieser kurzen Zeit, in der ich die Pfeife genießen darf, auch sehr viele naturnahe Tabake kennengelernt. Bin im Moment jetzt auch noch ein bisschen bei den Virginias, wo ich noch ein bisschen austeste. Hin und wieder natürlich auch den ein oder anderen Aromaten. Aber ich habe jetzt doch schon recht schnell gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht der Aromatentyp bin. Ja, von dem ich dachte, dass ich er wäre. Denn mir schmecken eigentlich naturnahe Tabake fast besser als Aromaten. Und ich habe
im Bereich naturnaher Tabake jetzt auch sehr viele kennengelernt und schätzen gelernt. Und natürlich auch bevorzuge ich diese jetzt dem ein oder anderen Aromaten gegenüber. Ja, im Moment, wie gesagt, habe ich ein bisschen so Virginia-Tabake auf meiner Agenda, da besonders die Virginia Flakes. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich doch eher der Typ bin für würzig-nussige Tabake. Und da kommt mir jetzt doch auch ein bisschen der Latakia entgegen, den ich jetzt kennenlernen konnte und ich jetzt auch den Einstieg ein bisschen in die Welt des Latakia gefunden habe. Die Angst, ja, Angst kann man es nicht nennen, den Respekt oder die Vorsicht dem Latakia gegenüber kann ich jetzt im Nachhinein eigentlich nicht mehr verstehen, denn ja, viele schrecken vor dem Latakia regelrecht zurück und meiden ihn wie der Teufel das Weihwasser, möchte ich es fast nennen. Aber man muss vor Latakia keine Angst haben, wenn man ein Tabakraucher ist, der auf den würzigeren, ja, herberen Tabakgenuss steht, dem ist natürlich der Latakia nur zu empfehlen, ja. Und so habe ich doch meine Entwicklung ein bisschen jetzt gemacht, schon seit Mai. Wie gesagt, die Zeit ist ja gar nicht so lang, in der ich jetzt hier dabei bin. Es macht mir viel Spaß auch in dieser Tabak-Community zu sein. Ich habe sehr viele nette und interessante Menschen kennengelernt hier. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr, im Jahr 2022, den ein oder anderen von euch auch einmal live die Hand schütteln darf. Wir müssen natürlich ja, sehen, ob das in Zeiten einer Pandemie dann ohne weiteres möglich ist. Eine andere Entwicklung, die ich von Anfang an gleich ein bisschen abgelegt oder getätigt habe, ist, als ich so in die Pfeifenraucherwelt eingetaucht bin. Da hat man ja auch bei den Pfeifen so seine Vorlieben und als ich mir dann so die ersten Pfeifen besehen habe, online oder beim Händler live, da war ich eigentlich sehr den glatten Pfeifen zugetan und habe von rustizierten Pfeifen eigentlich gar nicht viel gehalten. Viele fand ich sogar hässlich, wenn ich sie so auf dem Bild sah. Ich dachte immer, was soll diese verschandelte Oberfläche der Pfeife? Warum macht man das? Und mittlerweile, obwohl ich sehr viele glatte Pfeifen besitze, mittlerweile finde ich rustizierte Pfeifen total klasse. Ich liebe die Optik der rustizierten Pfeifen oder auch mancher sandgestrahlter Pfeifen. Obwohl ich noch gar nicht so viele rustizierte Pfeifen habe. Ich habe eigentlich nur zwei, eine gekaufte von Rattrays und eine, die ich dann in Eigenbau dann versucht habe zu rustizieren. Ihr habt sie gesehen, ich habe sie jetzt gerade nicht zur Hand, sonst hätte ich sie euch nochmal ins Bild gehalten. Aber ihr kennt ja meine Pfeifenvorstellungen und wen es interessiert und der diese Videos noch nicht gesehen hat, der darf sie natürlich gerne in meiner Playlist sich herauspicken. Ja, mittlerweile finde ich rustizierte Pfeifen richtig toll. Und wenn ich dann immer Pfeifen sehe, die ihr so vorstellt und in die Kamera haltet, dann, boah, da bin ich dann schon ab und zu auch ein bisschen neidisch auf eure Pfeifen, die ihr da so euer eigen nennen dürft jetzt. Ja, das ist so meine Entwicklung im Moment in der Welt des Pfeifenrauchens. Ich bin gespannt, wo mich mein Weg noch hinführt. Im Moment entdecke ich noch Tabake. Ich habe noch gar nicht so viele Tabake in meiner Bar. War vor jetzt gerade ein bisschen vorsichtig auch mit Käufen von Tabaken, um nicht zu viele Fehlkäufe zu tätigen. Bin euch unheimlich dankbar, den Leuten aus der Tabak-Community, die mir Proben zukommen ließen, um dann auch mal eine andere Richtung kennenzulernen, um da mal rein zu schnuppern. Gerade der Erson, der hat mir jetzt mit ein paar Latakia-Proben jetzt wirklich da eine neue Tür aufgestoßen. Und da bin ich unheimlich dankbar dafür. Und in die Richtung werde ich jetzt auch erstmal weiter testen und probieren.
Und ich denke, dass in die Richtung würziger, naturnaher Tabak so meinen Weg mich führen wird. Werde natürlich aber auch immer dem ein oder anderen guten Aromaten nicht abgeneigt sein. Es ist ja wie bei allem die Tagesstimmung oder was passt in welche Situation. Ja, man ist auch nicht jeden Tag irgendwie scharf und würzig. Ab und zu mag man vielleicht auch mal eine süße Mehlspeise oder dann schmeckt einem auch der Nachtisch mal besonders gut. Und so halte ich es dann auch mit den Pfeifen und mit den Tabaken. Ja, so viel eigentlich zu meiner kleinen, ja, zu meinem kleinen Jahresrückblick, der ja ziemlich kurz ist. Wie gesagt, seit Mai diesen Jahres bin ich erst bei euch in der Community. Jetzt möchte ich euch noch zwei Pfeifen zeigen, die zu mir gefunden haben, aber sie haben eigentlich nicht zu mir gefunden, denn ich habe diese wieder selbst gebaut, geschnitzt, ja, kreiert. Und ich habe mich wieder sehr klassisch orientiert. Und hier habe ich die erste Pfeife, die ich gemacht habe, eine Straight. Und ich nenne diese Pfeife die Unvollkommene, weil sie hat hier unten ein Stück Naturborke. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich halte es mal näher hin. Und dieses Stück Naturborke, das habe ich einfach nur ein bisschen sauber gebürstet und habe es dann in dieser, ja, glatten, glänzenden Fläche der Pfeife einfach belassen, so als Bruchstück im Vollkommenen eigentlich, obwohl diese Pfeife nicht vollkommen ist. Sie hat wirklich, ich nenne sie die Unvollkommene, weil sie ist wirklich, man sieht es ihr nicht an, aber sie ist wirklich nicht vollkommen. Sie hat auch hier noch einen kleinen schwarzen Einschluss, einen Spot. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und sie ist 9 mm gefiltert natürlich. Der Holm ist nicht gerade hier. Ihr seht es vielleicht, er ist ein bisschen schief. Und ich musste das Mundstück so anpassen. Ich habe mir es hier auch markiert mit einem Spot, mit einem Stück Holz, welches ich hier eingefügt habe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und so weiß ich, was oben ist, denn die Pfeife passt wirklich perfekt zusammen. Aber sie braucht eben die Seite nach oben und dann ist sie wirklich, sie ist schön. Ich habe ihr ein Holzoptik-Mundstück diesmal gegeben und ich habe natürlich auch den Kopf in diesem Eichenfarbton gebeizt. Es ist diesmal eine wasserbasierte Beize, wer sich ein bisschen mit Pfeifenbau auskennt, der weiß, dass die Pfeifenbauer eher auf Spiritusbeize zurückgreifen. Dies ist eine wasserbasierende Beize. Und ja, das ist die eine Pfeife, meine unvollkommene. Ich habe sie noch nicht geraucht. Ich weiß noch nicht, ob sie sich gut rauchen lässt, aber ich gehe davon aus. Die Pfeife hier war ein vorgebohrter Kandl. Am Anfang habe ich immer mir vorgebohrte Kanteln gekauft, habe dann nur das Standard-Schwarzmundstück ausgetauscht und habe eben die Pfeife so geformt, wie ich es wollte. Und hier war eben eine Naturborke, die ich zum Teil in der Pfeife erhalten ließ und die ist auch komplett unbehandelt. Die zweite Pfeife, die ich euch zeigen möchte, die ist aus einem Bruyère-Holzstück ungebohrt. Da habe ich sämtliche Bohrungen selbst vorgenommen. Und das ist hier meine kleine kurze Pfeife, die ich gemacht habe, mit einer Kontrastbeizung. Ich drehe es mal, damit ihr sie sehen könnt. Auch hier wieder ein kurzes Cumberland-Mundstück. Ich weiß nicht, ob man es erkennen lässt. Und hier habe ich mich sogar dann zum ersten Mal versucht. Hier habe ich ein kleines Stück Holz eingefügt, so als, ja, ein Weißpunkt kann man es nicht nennen. Es ist ein gelber, orangefarbener Punkt, da er durch das Kanauberwachs sich natürlich nicht, hat er sich
verfärbt. Es ist übrigens ein Stück Zahnstocher, der hier drin steckt. Ich habe ja keine Drechselbank. Das sind wirklich Handmade-Pfeifen. Also die sind wirklich von Hand hergestellt. Und ich hänge euch vielleicht noch ein paar Fotos von den Pfeifen hinten an, damit ihr sie noch ein bisschen sehen könnt. Ja, hier ist so meine kurze Pfeife. Es wurden ja ein oder zwei Stimmen laut schon, die einmal sehen wollten, wie ich meine Pfeifen baue. Bei den beiden Pfeifen ging es jetzt leider nicht, denn die hatte ich schon angefangen. Als der Wunsch kam, dass ich doch mal zeigen solle, wie ich meine Pfeifen baue, da war es dann Blödsinn, mittendrin anzufangen und zu zeigen, weil ich hatte die Pfeifen irgendwann mal begonnen und dann habe ich sie zur Seite gelegt und ja, da lagen sie dann jetzt eine ganze Zeit lang rum und jetzt so in der Weihnachtszeit, da hatte ich dann wieder ein bisschen Ruhe und Muße und habe die mir dann wieder so zur Hand genommen. Und als die erste fertig war, dann habe ich auch gleich die zweite noch mit weggearbeitet, kann man sagen. Wenn ich wieder eine Pfeife baue, dann werde ich es mal dokumentieren, wie ich das tue. Wie gesagt, ich habe hier die in meinem kleinen Bastelraum nur geringste Werkzeuge zur Verfügung. Ich habe gerade mal eine Bohrmaschine in einem Bohrmaschinenständer und ja, so ein kleines Multitool, so wie man ein Dremel, wie man es nennt. Und natürlich habe ich auch eine Schleifscheibe da. Aber die Pfeifen, die ich mache, die haben wirklich keine Drechselbank oder irgendwas gesehen. Besitze ich nicht. Sind wirklich bei mir reine handgefertigte Pfeifen mit minimalem Werkzeug. Ja, so viel eigentlich jetzt mal mein Jahresrückblick. Ich wünsche euch jetzt allen einen guten Rutsch ins neue 2022 und ich freue mich im nächsten Jahr auf ein weiteres gemeinsames, ja, Genießen unserer Pfeifen hier in der Pfeifen-Community. Mal sehen, was uns das nächste Jahr bringt. Aber wir lassen uns natürlich unseren Spaß und unseren Genuss an der Pfeife nicht verderben. In diesem Sinne, kommt gut rüber ins Jahr 2022. Da sehen wir uns dann wieder hier auf YouTube. Bis dahin, euer Marco, der Country Maniac.